Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist ein Fischkopf und wir spielen weiter Alien Isolation. Alien Isolation. Alien Isolation. Okay, reicht. Letzte Folge. Oh, da sind Sachen passiert, Leute. Da sind Sachen passiert. Wir mussten fast unsere ganze Revolvermunition reinballern in zwei so komische Roboter mit... Oh. Die Kamera folgt mir. Die Kamera... Okay. Das habe ich jetzt verstanden. Ja, was, wo war ich? Roboter, Munition weg, alles kacke. Und das prangere ich ein bisschen an, weil ich mochte eigentlich unsere Revolver-Munition sehr gerne. Und die ist jetzt halt kapreißer. Und ich glaube nicht, dass wir die Revolver so schnell wieder aufladen können. Ich wollte mich verstecken, aber es ging nicht. Die haben mich direkt gefunden, die Sausäcke. Ich hätte wahrscheinlich einfach weiterlaufen sollen. Die waren ja auch nicht besonders schnell. Ich weiß das. Wahrscheinlich habt ihr das alle in die Kommentare geschrieben. Ist eine Aufnahmesession, deswegen kann ich das jetzt noch nicht wissen. Aber ich gehe mal davon aus. Guck mal, hier hätten wir auch Neuverkabelung machen können, die ich bisher noch nicht genutzt habe, weil mir das auch noch keiner erklärt hat. Und ich bin dumm. Und deswegen gehen wir jetzt hier weiter. Was war eigentlich unser Ziel im Moment? Begeben Sie sich umgehend zum Kommunikationszentrum. Das wird die externe Kommunikation übernehmen. Finden Sie sie und senden Sie eine Nachricht an die Torrents. Verschaffen Sie Zugang zum Aufzug, ohne entdeckt zu werden. Ja, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Das wäre aber nicht schwer gewesen. Ich hätte einfach nur diese Kamera aus, die habe ich ja ausgemacht, die hier hängt. Und dann hätte ich hier hingehen können. Und alles gut. Aber jetzt es kommt. Es ist unterwegs. Sachen wurden bestellt. Tag. So, weiter geht's. Weiter geht's. Was stand da zum Kommunikationsdings? Ja, kein Problem für mich. Machen wir gleich wahrscheinlich das Spiel durch. Oh Mann, ich bin aber echt gespannt, wie lang das ist. Bin sehr gespannt, wie lang das ist. Bin sehr gespannt, ob ich durchhalte, dieses Spiel. Zentraler Kommunikationshub. Zugang nur für Sixen-Personal. Okay, ja, ich höre nur auf die Stimme. Ich sehe gerade, wir sollen die Torres kontaktieren. Das machen wir. Wir speichern erstmal ab. Ups. Ach, das war gerade die Tante von der Torrens. Okay, da hätte ich jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr aufpassen sollen. Die hat irgendwie, die wollte, dass irgendwelche Leute transferiert werden dürfen von irgendwo nach irgendwo. Ich glaube, wir sollten mehr schleichen gerade. Halten, rechte Maus, um die Sicht zu fokussieren, während sie den. Hier kann ich mich auch verstecken. Wie geil ist das denn? Ich sehe aber noch nichts, wovor ich mich verstecken müsste. Da hinten ist was. Wovor man sich gut verstecken könnte. Und zwar ist da so ein Roboter. Mit Gummimaske. Oh. Da ist noch einer. Im Moment ist alles gut. Hier ist so eine Kiste. Okay, nimm mit. Und duck dich wieder. Hier ist eine Klappe. Cool. Okay. Wir schleichen. Was ist hier? Okay. Cool. Aber bleibt der jetzt da stehen? Oder rennt er rum? Dies ist eine interessante Frage. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh! Oh. Der ist jetzt davor gelaufen, stand da kurz, ist wieder zurückgelaufen. Uncool. Shit, wo sind wir denn hier? What the fuck? Wo muss ich denn hin? Kommunikationszentrum, aber muss ich da nicht irgendwie Sachen machen? Wieso laufe ich denn jetzt hier lang? Monitoring Hall, Human Employee. Monitoring Hall. Ja, ich muss doch eigentlich da in der Kommunikationssache jetzt das Schiff rufen oder so. Das Schiff anrufen oder so. Wer ist jetzt hier? Was ist jetzt hier? Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen dringend Hilfe.
Kommt es her? Wo kommt das? Ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Wo ist er denn? Ich sehe den nicht. Ich habe eine Kamera. Kann das sein? Wo kommt denn das Geräusch her? Ich glaube, ich muss mich hier kurz verstecken. Da! Alter! Der hat mich nicht gesehen? Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Hier kommt das her irgendwo. Wir brauchen dringend Hilfe. Ja, ist ja gut. Komm ich nicht lang. Wo muss ich denn jetzt lang? Kann ich hier lang? Macht das Sinn? Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ja, ist ja gut. Wir brauchen dringend Hilfe. Bitte um Antwort. Karte aktualisieren und jetzt? Ah, jetzt sehe ich mehr Sachen. Von da aus bin ich jetzt. Kontaktieren Sie. Ach, guck mal, da muss ich eigentlich hin. Jetzt bin ich den ganzen Weg. Oh. Hallo, ist da jemand? Weil der Typ mich gerufen hat. Alles wissen. Schnauze jetzt. Ich habe Sachen zu tun. Ich bin ganz falsch gelaufen. Okay. Weiter. Hier muss ich, glaube ich, schon wieder aufpassen. Zugriff nur für Sie. Was? Aufnahme gespeichert? What the f- Aktivieren Sie Samuels Kommunikation? Jetzt hat sich plötzlich... Was soll ich denn jetzt? Begeben Sie umgehend zur Kommunikation. Reaktivieren Sie Samuels Kommunikation. Das verstehe ich nicht. Jetzt muss ich doch wieder zurücklaufen. Was war denn das jetzt? Okay, also hier lang. Da lang. Hier geht's nicht lang. Ich muss hier lang. Ich geh mal da lang. Weil da hinten war ein Roboter drin, ne? Mit Gummimaske. Und hier muss ich jetzt hin, oder was? Da um die Ecke links und dann gleich wieder rechts. Hier können wir eigentlich uns mal wieder ducken, ne? Oh, siehst du? Genau deswegen. Okay, und dann da vorne rechts. Sind hier Leute drin? Oder Roboter? Leute. Bis jetzt habe ich keinen gesehen. Trotzdem mal Duckmodus. Und? Wohin? Hier irgendwie hoch oder was? Es ist eine gewisse Anspannung in der Luft, Freunde. So eine gewisse. Könnte man so nennen. Könnte man so sorgen. Hallo? Was zur Hölle? Bewegen Sie markierten Ventile mit Tastenbewegung. Bestätigen Sie mit Eingabe. Ja, muss ich Eingabe drücken? Kann ich nicht auch E drücken oder so? Ah, okay, ich muss Eingabe drücken anscheinend. Notfallüberbrückungsgeschichte. So, shit. Richten Sie Ventile mit nach links, nach rechts aus. Bestätigen Sie mit Eingabe. Und was muss ich machen? Was ist das Ziel des Ganzen? Ah ja. Habt ihr es gesehen? Ich musste die Zahlen oben, die mussten so werden wie die Zahlen unten. War nicht so schwer. Und das ist auch nicht so schwer. Mich nervt nur, dass ich auf einmal Eingabe drücken muss. Oh. Thomas? Samuels, Sie leben. Ripley hier. Ripley, Taylor, das ist Ripley. Wir haben uns Sorgen gemacht. Ach, geschafft. Wo sind Sie? Wir sind jetzt bei einer Transitstation. Direkt bei der Krankenstation. Okay. Samuels, passen Sie auf. Es ist hier nicht sicher. Seekson hat ja alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen. Nicht möglich. Das widerspricht Ihrer primären Programmierung. Ich habe es gesehen, Samuels. Seekson hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur. Sie ist groß und tödlich. Ripley, jetzt mal langsam. Eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alien-Organismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Ripley, Taylor ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Trümmern getroffen.
Wie schlimm? Ich kann sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln und die Torrance? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Verlaine nicht. Wir sind auf uns gestellt. Scheiße. Okay. Ich komme zu Ihnen. Ich schicke Ihnen eine Transitgondel. Flüchten Sie zurück durch Six Ray Communications. Moment, ich muss erstmal nach der Karte gucken. Ganz in Ruhe. Lass uns mal einen Tee nehmen. Ich habe keinen Tee da. Ist egal. Und wir müssen jetzt zurückflüchten. Also einmal da hoch und dann dahin. Flüchten Sie zurück durch Six Communications. Ja, das dürfte ja jetzt eigentlich kein Problem sein, oder? Ich brauche nur die Richtung nochmal. Da lang ist richtig. Okay, und da ist jetzt ein Viech. Das macht uns 6. Lalala. Lalala. Da fliegt sie lieber außen rum. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, shit. Nein. Lass mich. Lass mich. Oh, shit. Wir müssen das Medipack benutzen. Wir müssen das Medipack benutzen. Können wir das hier machen? Können wir das... Nee. Oh. Schatten hinter mir. Bin ich hier richtig? Ja, ne? Kurz durchatmen. Okay, weiter. Kurz das Medipack benutzen, weil sonst sterben wir beim nächsten Mal. Und hier hoch. Dies ist die Kommunikationszentrale. Zutritt nur für Six Personal. Können wir hier rein? Geh rein! Oh! Alle Besucher müssen sich an der Rezeption melden. Komm raus! Geh raus! Ich höre Sachen. Okay, wo muss ich jetzt hin? Einfach nur noch hier raus. Nach links. Schaffen wir. Muss ich hier lang? Nee, wollen wir mal abspeichern? Sieh zu, Digga. Boah, das dauert immer Stunden, ne? Okay, muss ich hier rein? Ja, ne? Hier einfach drücken. Errungenschaft ohne Kratzer steht hier. Seht ihr jetzt nicht. Finde ich krass, weil wir haben ja Kratzer. Sonnen-Oschi. Pro Backe. Scheiß Roboter. Was ist jetzt? Wo muss ich lang? Was muss ich tun? Kehren Sie zu Samuel und Taylor zurück. Einmal nur geradezu und rechts und dann links der Kurve folgen, hoffe ich. Mal den Typen haben wir schon seine Revolvermunition abgenommen, ne? Hallo? Wo muss ich lang? Rechts. Ist die Tür jetzt hier auf? War ich hier schon mal drin? Ich glaube ja. Hier muss ich hin. Hallo, ich möchte jetzt ein paar Freunde sehen, die ich umarmen darf. Wollen wir speichern? Ja. Warum nicht? Sparen wir Weg. Ich höre Sachen. Seht ihr das? Wir haben da ein Viech gesehen. Wir haben da was gesehen. Jetzt nicht mehr. Shit, hier rechts. Hier ist was. Ist das irgendeiner hinter der Tür? Wo? Hinter uns? Jetzt ist es da irgendwo. Fuck! Das haben die echt gut gemacht, ne? Auch mit diesem Bewegungsmelder. Dass dann alles, was da dahinter ist, dann so ein bisschen unscharf ist. Sau gut gemacht. Okay. Bin ich völlig falsch? Nee, ich muss jetzt einfach nur hier links. Oh, shit. Da ist noch so ein Viech. Ich hasse diese Viecher so sehr. Was ist das denn hier eigentlich? Ach, da brauchen wir einen Ionenschleuder. Wo ist er? Ich glaube, dass Alien nicht unterwegs wurde hier gerade. Wollte ich nur mal gesagt haben.
Und da ist noch so ein Roboterviech. Hier kommen wir her, ne? Okay. Man müsste hier, wie bei COD, sliden können. Oh, ich höre die ganze Zeit das Alien, Leute. Wir gehen jetzt mal hier lang. Ich hoffe, da kommen wir lang. Und er sieht uns nicht, der scheiß Roboter. Bleibt er da jetzt stehen? Okay, er ist weg. Können wir hier hoch? Kannst du mal weitergehen, bitte? Wir haben noch den Geräuschemacher, ich weiß das. Aber ich will den jetzt nicht für so einen dreckigen Roboter hier verschwenden. Ich glaube, wir können hier durch. Wir auch ausgetrickst, den Trottel. Nein. Falls Mission Miss Six entstand, als ich versprechen sollte, legen Sie bitte Beschwerde ein. Es ist ein sehr bedrückendes Spiel, Freunde. Meine Magengegend ist nicht gerade gut drauf. Okay. Oh! Hat er uns gesehen? Ich bewege mich nicht. Vielleicht hilft das ja was. Ich glaube. Er hat uns gesehen. Er hat uns gesehen. Fuck! Okay, warte mal. Erstmal ganz ruhig. Hier, erstmal gucken. Wo kommen wir hier lang? Da lang! Auf! Nein! Oh shit! Drück ihn, drück ihn! Kann ich ihn eigentlich hauen? Yes! Nein, aber es ist keine gute Idee! Es ist überhaupt keine gute Idee! Oh shit, jetzt sind hier beide! Lauf, lauf! Pressen, pressen, pressen! Wo muss ich hin? Gut, dass man auf... Ey, wieso lauft ihr nicht? Das passiert manchmal, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Muss ich jetzt rechts oder gleich erst rechts? Ich glaube, ich muss hier rechts. Hier lang? Ja. Lauf! Lauf! Drück! Es ist nichts für meine Nerven. Ich finde das nicht cool. Ripley ist keine gewalttätige Person. Aber wenn nötig, wird sie... Toll. Ihr könnt jetzt einfach auf zurückdrücken und dann könnt ihr jetzt durchlesen, was da steht. Ich kann das nicht. Ist nicht schade. Das Alien war gerade hier. What the? Was passiert? Was muss ich eigentlich gerade machen jetzt schon wieder? Kehren Sie zu Samuels und Taylor zurück. Nehmen Sie den Transit zum SkyMed-Turm oder so. Da muss ich hin. Das heißt geradezu und dann rechts und dann können wir hier den Transit nehmen. Und auf dem Weg dorthin passiert bestimmt nichts Außergewöhnliches. Warte kurz. Subkutane Impfzone, das ist ganz gut, weil ich glaube, mittlerweile können wir mal sehr gut ein weiteres Medikit basteln. Haben wir alles? Jo. Das können wir uns eigentlich gleich reinballern. Haben wir noch? Können wir noch eins machen? Upsi. Medikit. Oh ja. Sehr gut. Wir brauchen den Shit. Und wir müssen uns gleich mal eins rein. Da, seht ihr das? Shit, okay, beeil dich. Und den Shit hier. Und den Shit hier. Und das hier. Oh, ja. Ausweis gerade. Noch ein Medikit machen. Geht nicht. Was fehlt uns? Subkutane Impfpistole. Ist okay. Oh, ich drücke immer den falschen Knopf. Medikit. Okay. Achso, haben wir jetzt.
Hier noch mal irgendwas? Ne, Inventar voll, alles gut. Hier liegt noch irgendwas? Hör mir genau zu. Du musst sofort die Arbeit verlassen, Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Seekson ein Schiff sendet. Ich habe diesen Typ gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt. Aber sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch gesehen. Sprich mit niemandem. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Ich werde, sobald ich kann, zu dir kommen. Spannend. Scheiß Alien ist die ganze Zeit hier in der Nähe. Fucking Alien-Scheiße. Okay, wir müssen jetzt hier runter. Ich würde sagen, wir speichern. Da. Mal. Ab. Ja, bitte. Wie ich es einfach die ganze Zeit höre, Leute. Technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Ich glaube noch immer, dass wir mehr Vorräte, Waffen, Nahrung, wo immer wir das finden können. Sind das Leute, die mich mögen? Nein, ich glaube nicht. Okay, lass uns doch schnell reingehen. Wollten wir hier lang? Ja. Ich meine, kann man hier vielleicht Leute treffen, die zu einem sagen, hey, na, wie geht's? Willst du mal eine Erdbeere? Oder gibt's das hier gar nicht? Das weiß ich ja gar nicht. Ich meine, Axel war ja eigentlich ganz in Ordnung. Also war scheiße, war ein Arsch, aber immerhin wollte er uns helfen und so. Ziel aktualisiert. Gehen Sie zu Sick und Sack. Okay. Das Ding erinnert mich auch ein bisschen an die Ghostbusters, ne? Oder an Alien, den Film. Wisst ihr noch? Okay, da steht jetzt einer. Haltestelle für San Cristobal Krankenstation und Seekson Synthetics. Okay. Hey, Taylor. Ripley? Ja? Ist das Ripley? Ja. Aua, hey. Was soll ich tun? Ruhen Sie sich aus, Taylor. Wie geht's? Du kriegst keinen? Sie muss versorgt werden. Kein Medikament. Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte Sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was sich finden lässt. Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese Kreatur kommt? Verstecken. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Transitsystem auf Anweisung Apollos abgeschaltet. Cool. Okay, also Taylor ist kaputt. Ich muss zur Krankenstation irgendwas finden, um sie wieder heil zu machen. Und die wollen sie einfach verstecken, wenn das Alien kommt. Gute Idee. Ich speichere mal ab. Und das war's dann für die Folge. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns da jetzt noch in Zukunft erwartet. Ich finde es bisher immer noch ziemlich cool, das Spiel. Es ist halt dieses Nerven-Kaputt-Machen, was mich so ein bisschen kaputt macht. Aber das ist ja auch das Schöne. Auch vor allem für euch zum Zugucken. Ne? Ihr findet das schon geil, wenn ich mich mal aufrege. Ich hoffe, dass wir das einigermaßen glimpflich durchstehen und so. Dass wir noch mehr Zeug für Medipacks finden. Also Medipacks finde ich schon sehr, sehr wichtig. Ich finde die auch sehr gut. Und ich würde auch gerne mit denen kuscheln, wenn das gehen würde. Das geht aber nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war Fischkopf. Bis dann und tschüss.